Ja, hallo liebe Imker-Freunde. Jetzt wollen wir mal schauen. Wir hatten etliche Anfragen gehabt, ob das denn auch funktioniert mit diesen Schubladen und mit diesem Propolisieren. Was hat das auf sich? Jetzt wollen wir erstmal kurz eine kleine Durchsicht machen und dann zeige ich euch auch, ob es da Probleme gibt mit Schubladenbeuten und Propolis oder das Zusammenwachsen oder wie auch immer. Ja, wie man sieht, sie bauen kräftig. Hier haben wir auch schön Drombau. Und wenn man hier das gesamte Feld anschaut, es ist hier nichts propolisiert. Man hat ein paar kleine Propolisstellen, aber ansonsten ist hier gar nichts. Ich brauche auch keine Schneidewerkzeuge, um diese Beute zu öffnen. Und das hat auch einen bestimmten Grund und das hängt auch mit dem Beutenklima zusammen. So, wir haben hier Zarge Nummer 2. Man sieht ja ganz toll, wie sie bauen. Das ist neues Wachs. Wunderschön. Sie haben hier nur Anfangsstreifen gemalt bekommen und die machen dann den Rest. Wir lassen hier voll Drohnenbau zu. Weil die Drohnen auch einen gewissen Sinn haben in einem Bienenvolk. Man sieht auch hier eindeutig, hier ist nichts verpropolisiert oder verwachst oder zu arg zusammen, dass ich das jetzt nicht aufkriegen würde. So, hier wird dann die Nummer 2 gebrütet bereits. Außenrum schön Honig, schön verdeckelt auch. Und wieder Drohnenbau, das bestimmen Sie selber, wie viele Drohnen Sie haben möchten. Ich habe keine Angst, dass ich zu wenig Honig bekomme am Ende vom Jahr. Denn die Drohnen haben auch eine wichtige Aufgabe. Sie steuern zum Beispiel viel die Stockluft, die sonst die Arbeiter Bienen machen müssten. Das umgehe ich damit.
Das Volk ist schon relativ groß, das ist ein geteiltes Volk gewesen, das hat sich relativ gut entwickelt zu einer ordentlichen Stärke. Wir haben jetzt Mitte Juni und es wird hier noch weitergehen. Also es ist nicht so, dass hier bei uns, die jetzt Mitte Juni aufhören, dass wir sie jetzt gleich im Juli einwintern, sondern sie finden hier was bis Mitte Oktober ungefähr. So, in der dritten Zage, da sind sie zwar drin, aber da ist noch nicht viel passiert. Ich habe hier zweimal Mittelwände hier eingesetzt, zumindest teilweise, damit sie wissen, wo sie bauen sollen in der Mitte. Der Rest werden die selber regeln. Und ich bin mir auch sicher, dass die hier mich, trotz dass sie ein Ableger waren im Endeffekt, reichlich mit Honig beschenken werden dieses Jahr. So, und ihr seht, ich brauche hier nichts rumheben. Häkchen rein. Ja, hallo. Das ist eine berechtigte Frage, warum ist bei der Optimalbeute hier nichts gekleistert? Warum sind die Schubladen nicht zusammengeklebt wie in normalen Stapelbeuten, wie ich sie früher hier hatte? Selbst da war es relativ wenig und es hat einen einfachen Grund, wenn man dem Herrn Torben Schiffer sein Video auf YouTube mal anschaut, dann erklärt er das Propolis-Verfahren der Bienen, dass sie einfach das Wasser aus der Beute raushalten möchten, dass das Wasser nicht mehr zurückkommt. Die Bienen lieben einen trockenen Zustand in der Beute und die meisten Beuten bieten das leider nicht, so wie das gemessen wurde. Und diese Optimal, die ist natürlich extrem trocken und gleicht wirklich einem Baum, einer Baumhöhle. Und das macht natürlich den Unterschied und durch das propolisieren die weniger. Gerade früher hatte man ja in diesen zusammengesetzten Systemen die aufknacken müssen, weil da waren genau an den Rändern war sehr viel Propolis, weil da sich natürlich dieses Kondenswasser gesammelt hat aus dieser Feuchtigkeit der Beute. Das umgehen wir hier. Das Einzige, was wir hier haben, das sind die Waben, die zusammenwachsen nach oben. Und die werden einfach gebrochen durch das Auseinanderziehen. Doch das habe ich dieses übermäßige Propolisieren nicht in dieser Beute und auch nicht diese hohe Luftfeuchtigkeit. Die Beute ist das ganze Jahr über trocken, auch im Winter unter dem kritischen Zustand. Und deshalb ist es auch so einfach. Und ihr habt gesehen, wie leicht es geht, die Schubladen zu ziehen. Nun kann ich meine Bienen bearbeiten, ich kann sie auch behandeln gegen Varroa oder auch nicht oder andere Methoden anwenden. Ich kann alles damit machen, das ist so einfach. Und man muss jetzt nicht immer diese 20 Kilo wegheben nach oben. Also für mich aus dem Fitnessbereich, ich arbeite mit der 24 Kilo Kettlebell, für mich ist das kein Problem. Aber es gibt halt auch andere Personen, die jetzt nicht immer so schwer heben können oder dürfen. Und da muss man halt sagen, wir müssen da auch dran denken, was macht man dann? Gut, dann kann man in die Einraumbeute rein, aber die Einraumbeute ist etwas unwirtschaftlicher. Diese Stapelbeute, die wirft natürlich sehr viel Honig ab, das muss man definitiv sagen. Und für alle, die sich refinanzieren müssen, weil das Bienenhobby nicht gerade günstig ist, da möchten die natürlich einen Teil auch verkaufen und das ist auch völlig klar. Nur wir denken artgerecht und wirtschaftlich, das kann auch gleichzeitig funktionieren. Und das funktioniert mit der Optimal, ganz einfach.